Ja, und hier hört jetzt die Autobahn auf. Jetzt wird sie zur Kraftfahrstraße. Das waren auch die letzten Kilometer Autobahn für unsere Reise für lange Zeit. Die Strecke von Uppsala nach Gävle. Ab jetzt heißt es Landstraße. Tausende Kilometer Landstraße. Und auf diesen Landstraßen müssen wir jetzt auch mehr aufpassen, nicht nur auf Elche, sondern auch auf Bären. Weil nämlich hier ungefähr auf Höhe Gävle die Grenze verläuft, wohin die Bären sich nach Süden trauen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir einen Bären in der freien Landschaft sehen werden. Und wenn, werden wir danach berichten. Schwedische Campingplätze schon mal sein. So einfach im Wald, auf Sand. Wir haben Strom, es gibt Sanitäranlagen, alles okay. Wir wollen noch mal am Meer stehen. Unterwegs haben wir ja so manche Seen rechts und links erkennen können. Und das Meer soll einfach noch mal unser Gastgeber sein. Sand in den Schuhen. Nein, nicht aus Hawaii, von der Ostsee. Aber wir wollen ja ins Meer. Wir wollen uns noch etwas die Beine vertreten und umkreisen den Campingplatz an der Wasserlinie, soweit das geht. Denn meist ist hier Naturschutzgebiet. Hat unser Reiseführer tatsächlich recht. Der hat uns nämlich Söderhamn empfohlen. Das wäre so eine schöne Innenstadt. Und dann gäbe es oben auf dem Berg die Oskarsborg, die zu besichtigen wäre. Da gehen wir später noch hin. Vorerst laufen wir jetzt mal hier rum und schauen uns ein bisschen um. Und wenn du willst und dabei bleibst, kommst du mit. Dominant steht ein Gebäude auf dem Berg. Sieht fast aus wie Landesgartenschau. In Wirklichkeit ist es der Friedhof der Ulrika Eleonora Kirche. Wir bewundern einige schöne Gebäude der Stadt wie das Rathaus. Es zählt zu den schönsten Gebäuden Schwedens. Fast majestätisch thront über der Innenstadt eine Burg, die Oskarsborg.
mit ihrem charakteristischen Ton. Aber als hätte ich es geahnt. Die Burg ist nicht zu besichtigen, aber eine schöne Aussicht über Söderhamm hat man schon. Die Küste und fahren jetzt ins Landesinnere. Wir fahren den Westen. Wir haben da etwas ausgemacht, von dem wir nicht genau wissen, ob wir das heute wirklich besichtigen können, ob die schon geöffnet haben oder erst, wie es hier in Schweden oft ist, ab 1. Juni. Und dann geht es weiter zum nächsten Campingplatz. Und ob das alles so funktioniert, erzähle ich euch wie immer nach dem Intro. Wir sind hier in der Provinz Hälsingland. Hier gibt es mehrere historische Bauernhöfe, die wegen ihrem besonderen Baustil gelobt werden, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Es sind in der ganzen Provinz wohl 30 Höfe verteilt und einen haben wir gefunden. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Da haben die alten Schweden doch schon an fließend Wasser gedacht. Diese Art Zäune sind für Skandinavien charakteristisch. Dünne Fichtenstämmchen werden mit frisch geschnittenen Weidenruten zusammengebunden. Wenn die dann aushärten, halten sie für eine halbe Ewigkeit. Wir stehen jetzt hier in Järvsjö auf einem Campingplatz. Und wir haben wieder dieses schwedische Urvertrauen in die Glaubwürdigkeit der Menschen kennengelernt. Ich habe mit dem Campingplatzbetreiber telefoniert. Und er hat mir einfach gesagt, stell dich irgendwo hin, häng dich an den Strom. Er hat mir den PIN-Code für das Servicehaus gegeben und sagte, ich bin übers Wochenende nicht da, aber ich komme am Montag wieder. Dann regeln wir den Rest. Und sowas findet man nur in Skandinavien. Das haben wir schon öfters erlebt. Wir folgen der Hauptstraße in den Ort. Die Touristeninfo hat schon geschlossen. Klar, Samstagnachmittag. Also suchen wir uns einen eigenen Weg und gelangen ans Flussufer.
Hier machen wir es uns gemütlich. Puh, das war ein steiler Aufstieg hier hoch. Der Hauptgrund für uns, hierher nach Jersey zu fahren, war dieser Tierpark. Wir haben gelesen, dass man hier so ungefähr alle Wildtiere Skandinaviens sehen kann. Und da wir ja wahrscheinlich nicht das Glück haben, Elche, Bären, Luchse, Vielfraße, Moschusochsen in freier Natur zu sehen, haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach mal hier hin und gucken uns die Tiere mal im Park an. Es wird wahrscheinlich nicht immer gelingen, die Zäune der Gehege aus dem Bild zu lassen, aber ich versuche es so gut es geht. Kommt, wir gehen jetzt mal los. Durch den gesamten Park laufen wir auf Bohlenwegen. Super für Familien und Alte. Und da sehen wir schon gleich eines der am schwierigsten zu filmenden Tiere des Parks. Da ist der schon viel einfacher. Rentiere, denke ich mal, werden wir noch zu Hunderten zu sehen kriegen im Verlauf unserer weiteren Reise. Denn wenn wir nachher hoch nach Lappland kommen, laufen die Tiere ja wirklich frei rum. Hoffentlich sehen wir sie nur und bekommen keine nähere Berührung mit ihnen. Die Tiere hier im Park sind alle sehr träge. Vermutlich sind sie vollgefressen und satt. Wir machen jetzt erst einmal ein Verdauungspäuschen. Moschusochsen haben wir jetzt hier in dem Gehege nicht gesehen. Obwohl Zeichen darauf hindeuten, dass hier welche leben sollen. Und tatsächlich, wir können sie sehen, diese steinzeitlichen Viecher, die sich in ihrer Genetik kaum verändert haben. Imposant. Der Rotfuchs lässt sich auch nicht gerne fotografieren. Überall im Zoo findet man Pausenplätze. Nicht nur große Tiere sind hier zu bestaunen, auch hunderte Winzlinge. Diverse Eulenarten und ein Steinadler fristen ihr Dasein in den Volieren, die wir draußen in der Natur nie zu Gesicht bekämen.
In einem weiteren Gehege beobachten wir ein Wolfsrudel, die Könige der Wälder. Auch ein Vielfraß können wir beobachten. Höchst gefährlich, diese Tiere. Einige Buntspechte teilen sich eine Voliere. Und zum Schluss noch Bergziegen. Trolle leben natürlich auch im Järvzoo und in der Wildnis Nordschwedens. Nur die Bären haben wir nicht gesehen. Schade. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.